So, in dem Buch gibt es übrigens auch Mattenübungen, was ja ganz wichtig ist, weil nicht jeder hat die ganzen Pilates-Geräte zu Hause oder in dem Studio. Also es gibt keine Ausreden, denn man kann wunderbar sich auch auf der Matte fit halten mit Pilates-Übungen. Zum Beispiel, was Leckeres für die Bauchmuskeln, Marian? Ne? Chris Cross. Ah, ich liebe es. So, es geht los. Lass uns starten. Also, du nimmst die Hände in die Beine, hast du ja schon. Dann kippst du das Becken nach hinten und rollst dich super lang runter. Genau. Sieht sehr gut aus, Hände hinter dem Kopf. Und dann drehst du mit der Ausatmung nach vorne und streckst das andere Bein und wechselst die Seite. Deine Beine sind so im 90-Grad-Winkel gebeugt. So ein Tickchen den linken Unterschenkel dann heben. Genau, super. Ah, die Höhe ist super gut. Wird von mir auch gerne als diese Übung ist ekelhaft genannt. Ekelhaft. Weil sie unfassbar brennt im Bauchmuskelbereich. Okay, dann schließ ab, nimm beide Knie wieder zur Brust, setz die Hände drauf und roll wieder hoch. Aber sie war fit. Im Buch auf Seite 86. Viel Spaß.